Im Moment beziehen etwa 20% von allen St. Galler und St. Gallerinnen die Wärme aus dem Fernwärmeversorgungssystem der St. Galler Stadtwerke. Wir haben das ganze Fernwärmeversorgungssystem mit 3 digitalen Zwillingen abgebildet und das zu einem System zusammengefasst. Das ermöglicht uns einen automatisierten Betrieb. Eigentlich kann man sagen, wir haben ein virtuelles Kraftwerk erstellt. Das ermöglicht uns Betrachtungen und Berechnungen in Zukunft im Sinne des Energiekonzepts für die Wärme, den Strom und die Mobilität. Neben der Automatisierung versuchen wir auch, verschiedene Ziele zu erreichen. Ein Ziel kann zum Beispiel die Reduktion von CO2 bei der Wärmeleistung sein. Ein wichtiger Faktor dabei sind die Wetterdaten. Anhand dieser Wetterdaten können wir für die nächsten 8 Tage eine Leistungsprognose erstellen, um die mit unserem Erzeugungsportfolio abzudecken. Somit erreichen wir bei der Wärmeproduktion eine Reduktion von fossiler Energie. Es freut uns, dass die Jury die Komplexität von unserem Projekt erkannt hat. Die Jury findet, dass die St. Galler Stadtwerke mit ihrem automatisierten Einsatzoptimierungssystem für die Fernwärmeerzeugung eine digitale Lösung entwickelt haben, die nicht nur verschiedenste Optimierungsmöglichkeiten bietet, sondern für die sich auch andere vergleichbare Organisationen interessieren.